So Leute, und willkommen an den nächsten Part von Bowling Bridge. Dieses Mal geht's weiter. Ich wollte eigentlich das speichern, aber wenn ich auf Speichern klicke und da drauf klicke, passiert eigentlich nichts mehr, wenn ich wieder auf Laden gehe. No Save File, also es gibt noch anscheinend keine Speicherfunktion. Was ja auch natürlich klar ist, ist Early Access, da kann man halt ja nicht so viel erwarten. Wir können eigentlich die Auflösung noch höher schrauben. Ich frage mich gerade, warum die so schön ist. Aber okay, soll so sein wie es. Gut, wir werden jetzt hier mal ein Schiffchen. Ne? Wir haben ja schon das gelernt, dass wir da eine Hängebrücke bauen müssen. Straße. So, dann bauen wir hier ein bisschen höher. So. Und eigentlich könnten wir ja hier so gerade weiter und hier wieder runterfahren. So, müsste eigentlich gehen. Mal gucken. Dann Holz. Vom Budget her sollte es genügen. Hier gucken, so Dreiecke arbeiten wir. Was? Zu weit? Zu weit? Nein. So. Was? Zu weit? Was ist mit dir verkehrt? Aber mal zu. So. Dann. So. So. Na, das geht wieder nicht aus. Gott. Ich das hasse, wenn das Ding nicht ausgeht. So. Hier ist so ein Dreieck. Das geht ja auch nicht aus. Also das mit den Dreiecken, da hätten sie schon ein bisschen so irgendwie ansehen können, wo man verbinden kann und wo man nicht verbinden kann, denn das nervt ein wenig, wenn man nicht weiß, wo man verbinden kann. So. 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 Ich glaube, so weit brauchen wir eigentlich gar nicht, aber okay. Sei dahingestellt. Das wird zu weit. Na klar. So. Und das ist wieder zu weit, oder? Ja, natürlich. Was denn sonst? Das ist auch zu weit. Willst du mich verarschen? Jetzt wirst du mir sagen, dass das auch zu weit ist. Nein, das geht, okay. Ist keine schöne Brücke, aber eine seltsame. Und das ist zu weit. Gratuliere. So, hier, so. Und dann gehen wir hier unten. Mal gucken, ob wir das so schaffen. Nein, geht hier nicht aus. Dreht sich so aus. Nein, auch nicht. Da müssen wir es noch steiler machen. Geh weg. Hallo. So geht's hier aber aus. Gut. Dann versuchen wir unser Glück so mal. Ich glaube, das kann nicht funktionieren, aber wir testen es trotzdem mal. Was der dazu sagt. So, Schiffchen soll durchkommen. Ja, ohne Probleme. Und jetzt ist die Frage, kommt das Auto drüber? Ich glaube nicht ganz, Leute. Ich vertraue da meiner Brücke nicht so. Na doch, doch, sieht stabil aus. Ja, läuft, ja, läuft. Vorne die Stoßstange ist kaputt gegangen, aber das juckt uns nicht. Next one, please. 12 Meter Drawbridge. Ah, okay, da muss ich jetzt mit diesen Hydraulik-Dingern arbeiten. Oder sollte ich? So, 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 so. Eigentlich können wir das ja schon, ne? Dann Holz. Das da unten muss eigentlich relativ stabil sein, denn hier drauf hängt ja dann die ganze Brücke. Und hier oben müssen wir ja dann diese komischen Zylinder ja auch einbauen. Ich baue jetzt einfach mal so just for fun, wie ich mir denke, wie es am besten wäre. So. Ich schaue gar nicht aufs Geld momentan. Naja, okay, 5000 ist jetzt auch nicht so tragisch, was wir gerade verbrauchen. Noch eine Stabilität reingepackt. Hier oben so hin. So, so, so. Und ich hoffe, das geht ja aus. Ja. Hier müssen wir einen reinsetzen. Und hier oben können wir eigentlich, wenn es das denn mal. Also nee, der wird nicht gehen. Ein bisschen höher setzen. So. Eigentlich könnten wir ja hier oben. Dass er dann so zusammensetzen könnte, dass das trotzdem noch hält. So. Geht sich das aus? Ja. So irgendwie. Schaut nicht schön aus, aber selten. Hydraulik? Nein, von hier nach unten und von hier nach unten und. Hydraulik, hier Doppelklick. Genau. Testen wir mal, was er sagt. Erste Fahrzeug sollte locker rüberkommen. Perfekt. Was sagt das zweite dazu? Okay, die geht auf. Fährt durch. Passt auch perfekt.
lässt wieder runter, passt auch. Und der nächste Wagen soll auch drüber fahren. Und eigentlich, ich weiß, kann ich da jetzt drehen irgendwie die Sicht? Ja. Soll der einer noch was sagen, was er will, aber das ist einfach eine perfekte Brücke, oder? Was sagt ihr dazu, Leute? 12 Meter Brücke. Ja, okay. Stahlträger. Was machen denn die? Kann mir das jetzt einer erklären? Das haben wir nicht im Tutorial gesehen. Auf alle Fälle glaube ich mal, dass wir hier ziemlich hoch müssen. So. Nee, das wird sich so nicht ausgehen, oder was? Was machen die Stahlträger? Warte mal. Warte mal, jetzt mal Simulation starten. Was machen die? Ah, die sind nur zur Verstärkung. Also die bringen uns so weit an nix. Nein. Ah, mit Schiff tut man Dinge, ja. Ah, und so kann man die noch wieder bewegen. Auch cool. Mit Alt löschen. Hallo, warum kann ich das denn löschen doch? Das ist noch ein bisschen buggy, das Spiel. Straße. Wir haben nur 8 Stück Straße, das ist ein Problem, gell? Das heißt... So, und dann hier... So in etwa mal. Ja, wobei, der stört mich hier. Den würde ich dennoch gerne... Nee, das gefällt mir gar nicht. Wie wir denn das machen? Ich krieg's nicht gebacken. So, hier ein bisschen schräg und da dann ganz schräg runter. So. 8 Strahlen verbraucht. Holz haben wir unbegrenzt. Also mal gucken, dass wir den hier relativ gut stabilisieren hier unten. Indem wir da ziemlich guten Verbau machen. So in etwa. Und hier natürlich auch. Wartet mal. Ah, wir haben da hinten auch einen Punkt. Wir bauen einfach wie wild. Ob der Sinn macht oder nicht, keine Ahnung. Oder einfach nur bauen, bauen, bauen. Jetzt bei den Anfang der Welten möchte ich mir nicht so viel Gedanken noch machen. Das möchte ich ja später dann wirklich, wenn es darum geht, wirklich effizient zu arbeiten. So, jetzt machen wir mal Play und starten mal. Bricht alles zusammen. Gut, das habe ich erwartet. Eigentlich nicht, aber okay. So, jetzt aber. Der da hinten bricht zusammen, weil er wahrscheinlich zu locker ist oder so. Warum? Kann ich den nicht hier setzen? Weil da wahrscheinlich das Auto im Weg ist, oder? Ja. Und der reißt natürlich den hier zu Tode. Deswegen kann es natürlich auch sein. So. Nein. Dann du. Machen wir hier. So und so. Dann dich weg und dich da. Geht auch nicht. Geht sich so aus? Ja, so geht sich aus. Gut. Dann ein geraden, geraden, schrägen hier ein. Den so. Nein, nicht so. Puh, schon Angst. Hier rauf und den stützt man da ab. Mit den ab. Und hier oben müssen wir natürlich hier drüber bauen, dass wir hier eine Stabilität zusammenkriegen. Das geht sich nicht aus. So. Und hier oben bauen wir auch noch eine Stabilität drüber. Okay, das geht wieder nicht. Sieht das aus? Ja. Und so. Und hier fehlt noch einer. Nein. Hier. So, wenn ich mal so simuliere. Ja. Das Auto kommt drauf. Schafft es durch. Ich glaube, da wir ja noch keine Hängebrücke in dem Sinne haben, wird das nicht schaffen. Das Schiff natürlich reinfahren, oder? Ja. Das heißt, wir müssen hier sagen, hier wird es getrennt und hier wird es getrennt. Ja, das bringt ja nichts. Hier wird es getrennt. Ja, so. Und dann eigentlich hier nach oben und hier nach oben. Wenn ich das richtig verstehe. Das Auto kommt, gib Kummel.
Jetzt werden wir mal schauen, ob das funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Das Bild dann normal, das so aufhebt, genau. Oh, das stört jetzt nichts. Nein. Dann müsste das Schiff ohne Probleme durchpassen. Yeah, Leute, guckt euch mal die coole Brücke an, oder? Du kannst jetzt gar nichts dazu sagen, ey. Das ist einfach nur Meisterleistung. So eine Brücke hätte ich auch gern. Ich bin einfach der beste Designer, ey. Schaut euch mal das. Das ist Kunst und Fantasie und der Moped-Fahrer kommt der Kamera auf. Und vor allem das da unten, das ergibt so viel Sinn, das bringt eigentlich gar nichts. Aber dennoch. Next. So, 16 Meter to Part. Achso, ja, das wird natürlich eine größere Baustelle hier. So, 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 so. Aha. Und hier entlang. So. Müssen wir hier auch? Nee. Nein, nein, weg. Weg da. Nein, passt. Da brauchen wir nichts. Holz. Mal gucken. Da bauen wir einfach mal standardmäßig das Zickzack auf. Wie es sich halt so gehört für eine Brücke. Bam, 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 bam. Mal gucken, ob das schon standhält. Okay, das hält ohne Probleme. Dann schaffen wir das da eigentlich auch mit dem Zickzack. Aber da können wir das Zickzack nach unten verlegen. Müsste das hier ausgehen, oder? Nein. So. So. Kriegen wir den zusammen? Nein, schade. Ja, dann so. Mal so testen. Das schaut gefährlich aus, Leute. Also ich glaube, das Zickzack oben macht mehr Sinn als hier unterhalb, aber... Oh, nein! Er bricht hier unten weg. Nochmal. Nochmal versuchen? Hallo? Irgendwie hakt das schon ein bisschen daran. Irgendwie. Was denn? Habe ich nicht mehr Holz oder was ist los? Far to way. Okay, warte mal. So. Jetzt müsste es vielleicht besser aussehen, sonst könnte ich ja hier nochmal einen hinsetzen. So. Mal gucken, was er jetzt sagt. Das wird wahrscheinlich stabiler sein. Ich hoffe jetzt auf alle Fälle, Leute. Und ich hoffe, dass der das auch irgendwie speichert, denn es funktioniert mit den Speichern leider noch immer nicht. Ich kann da nicht. Dingen! Nochmal spielen. Replay da. Verfallen. Aber wir haben es geschafft. So, next one. Schubus. Und wenn ich jetzt hier oben. Play drücke, dann sieht man schon, oh, das ist eine ziemlich weite Strecke hier. Speichern geht nicht. Scheiße. Nervt mich. Ehrlich. Blödsinn. So. Alter Schwede, das ist natürlich halt eine Glanzleistung, was wir hier vorrichten müssen. So. Ich muss da nur ein bisschen aufpassen. Mal. Nein. Kann ich in die Karte verschieben? Ach so, ja. Okay. Okay, okay. Dass ich hier das Zickzack muss dann mal oben drauf machen. So. Das mit dem Zickzack ist ja gar nicht so einfach hier. So, so. Nein, komm hier hin. Holz. Du bist der Arm bei diesem Zickzack. So. Und verrückt natürlich auch, aber okay. So. Und vor allem so schön gleichmäßig. Nein. Das passt jetzt nicht, oder was? Willst du mir jetzt echt sagen, dass das zu lang ist? Oh, mein Zickzackmuster passt nicht. Na, dann mach ich's weg. Dann mach ich's halt weg, wenn du das möchtest. Mein Junge. Also es ist ja nicht schlecht, wenn man so ein bisschen eingegrenzt ist, aber andererseits, es nervt halt, wenn man dann nicht genau weiß, wie weit man eingegrenzt ist. Wenn man halt wirklich dann nicht genau festlegen kann, wie viel Platz man dann wirklich noch hat. Jetzt versuchen wir mal unterhalb so eine Linie zu machen. Nein, wäre falsch. Die was so parallel geht. Eigentlich bräuchte ich ja nur hier hinklicken, oder? Nee, geht nicht. Das macht er natürlich beim Holz nicht. Aber jetzt schaut so gut aus, als hätte ich eine gerade Linie. So. Ja, bis auf der passt nicht. Weg damit.
Naja, okay, der passt da nicht ganz rein, aber... Ja, mal ist halt so. So, jetzt passt nochmal das mit dem Zickzackmuster hoffentlich auch perfekt zusammen. Bam, 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 bam. Da-da-dam. Und die Musik im Hintergrund einfach nur toll. So. Oh, wenn wir jetzt Play drücken, müssen wir natürlich alles einstellen. Knacks, bin nix, ja. Ist auch logisch. So. Und da möchte ich jetzt eigentlich... Das wäre ja noch cool, wenn man hier draufklickt, dass er das so macht. Aber ja. Das macht er leider natürlich nicht. So. Zack. Ah, zu weit. Natürlich. Warum auch nicht? Auch zu weit. Ja, gratuliere. Auch zu weit. Auch zu weit. Tja. Immer zu weit, ne? Ihr wisst Bescheid. Zu weit. So, so. Und der wird zu weit sein? Natürlich, wie immer. Zu weit. Aber jetzt. Hier alle verhadeln da, dass wir da schön stabil sind. Und hier natürlich das gleiche hin da. So, 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 so. Dann halt hier hin. So. Es ist gar nicht so leicht hier. Wisst ihr das? So, ich möchte euch hier hin dann. Naja, da warten wir noch so ein ab. Geht hier nicht aus. Nein, zu hoch. Okay, dann machen wir den so und den so. Und von hier nach da einen setzen. Nein, gerade ums Arsch liegt zu lang. Damit wir hier unten die ganze verknüpfen können. Auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen viel ist für das, was wir eigentlich brauchen, aber... Safety first, ne? Sagt man das so schön. So. Da und da noch verstärken. Den muss ich auch noch verstärken, ach Gott. Warum? Zu weit? Zu weit? Sieht das aus? Nein. Aber so. Aber so. Und so. Und da noch einen rein. Scheiß drauf, wir bauen die Brücke ganz stabil. So wie noch nie zuvor. Wie man eine Brücke gebaut hat. Und jetzt, wenn ich starte, wahrscheinlich bricht die ganze eh zusammen. Sag ich doch. Habt ihr groß mal nichts geschissen bekommen. Da sind wir die liebsten Leute. Hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen und dort noch ein bisschen. Hier fehlt noch einer Sicherheit. So und so. Kein Plan von der Materie, aber groß Maul, ne? So, jetzt schaut aber schon relativ gut aus. Jetzt müsste ja auch der Bus drüber kommen, oder? Komm bitte drüber. Bitte schaff es. Mensch, Junge, du schaffst das. Ja, und nachdem der Bus jetzt auch angekommen ist und die Brücke eigentlich, ja, eine Spitzenleistung, also so schöne Brücke habe ich schon lange nicht mehr gesehen, würde ich sagen, war es das auch mit der Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, dass der das jetzt speichern kann. Wenn nicht, dann, ja, müssen wir halt das Ganze nochmal machen oder mal gucken, wie das läuft. In diesem Sinne, macht's gut, Leute, und tschüss.